Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Aplax Tel. Und wie ihr seht, sind wir noch tiefer in dieses, ja, in die Kathedrale, beziehungsweise in den Tempel eingedrungen. Und jetzt müssen wir sehen, wie es hier weitergeht. Ich kann hier sehen, hier gibt es was, was man machen kann. Das kann ich, glaube ich, zerstören. Machen wir es einfach mal. Und was passiert? Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Hey, was geht da hoch? Ich will da mal hier nicht. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Okay. Das sieht schon hardcore aus. Wir kommen da rüber. Bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier. Da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Das könnte klappen. Machen wir mal. Ich gehe vor. Sei vorsichtig. Jo, das ist mal eklig. Die ist sehr vorsichtig, Musik. Und das sind nur Knochen, ne? Seht ihr das? Mensch. Nett und Licht. Alles in Ordnung? Nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich. Sei vorsichtig. Ja. Ja, gucken wir mal, was wir weitermachen können hier. Ne? So. Runtergehen sollten wir lieber nicht. Nee, mal durchgehen. Wie komme ich wieder zurück? Moment, diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Aha. Kann ich da durch? Nee. Hier ist eine Kiste. Die machen wir mit. Kann ich hier durch? Okay, es hat mich jetzt nicht so viel gebracht. Ich dachte, ich könnte da irgendwie... was Schlaues entdecken, aber das kann ich gar nicht. Hier durch. Okay, was kann ich mit den Gewichten machen da? Sind die porös vielleicht? Das sind sie nicht. Sehen hier, ne? Kann ich übersehen? Wenn ich durch. Da ist irgendwie eine Leiter oder so. Ah, da. Da sehe ich das. Okay. Jetzt gehen wir hier durch. Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten, sie halten die Brücke. Das ist schön für euch, aber ich hänge hier immer noch fest. Na gut. Da fehlt noch ein Stück. Da hinten. Alles klar. Ich sehe mal, was ich machen kann. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und... Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als du. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht. Ah, okay, das ist ja... Danke, Sophia. Da. Da ist bei mir schon, dass irgendwo ein Pfeil sein muss. Weil... Aber noch was drauf. Weil wir wahrscheinlich von einem beschissenen Feuerpfeil darüber schießen müssen. Bringt natürlich jetzt noch nicht so viel, ich muss auch irgendwie darüber kommen. Aber wie? Sind ja keine Stecker oder so, weil drüben ist schon mal
Kann man schon frei machen? Ich bin keine Stecker, wo ich rüber kann, ne? Nee. Hey, wie soll ich denn da hinkommen, ohne jetzt irgendwas Cooles zu verbrauchen? Zu den Steckern kommen. Ah! Da ist noch ein Pfeil, okay. Ich kann sie auch nicht benutzen da oben. Ja, warte mal. Ich habe aber nichts, was ich da auf den Boden werfen kann, leider. Ja, das kann ich machen. Denkmal muss ich. Krug mehr, leider. Na okay, ich könnte davon was werfen, ne? Dass ich das irgendwie da nicht schnappen. Vielleicht da? Okay, das wollen wir uns schnappen. Ach man, darf ich das so machen nochmal? Weiß nicht meine Absicht eigentlich, aber egal. Gut. Habe ich das, aber wie komme ich denn? Wollt ihr mich veräppeln? Wie soll ich denn jetzt? Komme ich ja gar nicht rüber? Warte, warte, müssen wir nochmal hier. Das habe ich gerade übersehen, ich weiß nicht mehr was. Ich könnte noch natürlich noch so ein Pfeil schießen. Hab ich hier noch nicht da drüben. Das ist doch crazy. Natürlich dumm. Das ist doch bescheuert. Das verstehe ich gerade nicht so, muss ich zugeben. Das verstehe ich gerade nicht so. La? Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten, sie halten die Brücke. Ist auch schön, dass das hier klappt, aber... Scheiße, ja, warte mal. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das.
Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als die. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Danke, Sophia. Okay, wir wollen nicht kommen. Okay. Mal du dahin, ne? Ja, das geht. Gut. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Ja, es war ein bisschen doof gelöst, aber naja, was soll's. So, hier muss man mal ein paar Sachen. So, eins mal nachbauen hier. Hier ist auch eins dahinter noch. Okay, ach, da haben wir Dietrich, haben wir ja leider nicht. Hier gerade eben hier einfach durchgehen können? Habe ich nicht gesehen. Ey, wie dumm bin ich denn bitte sehr? Ne, kann ich nicht. Wollte Gott sagen. Jetzt wäre ich echt am Glauben. Am Glauben verloren hier. Ging also nicht. Okay. So, Pyrit haben wir wieder. Das ist natürlich gut. Dann können wir so eine coole Peitsche bauen. Mach dich keine Sorge! Bitte, mach's mir nicht zu schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Oh, wir können mit dem Messer öffnen. Machen wir mal. Guck, was da drin ist. Okay, das war dumm von mir. Gib ich zu. Werden, ist ja nicht schlecht. Warte mal, hier können wir was machen. Armbrust. Mit mehr Köchkapazität kann man als ja zusätzliche Bolzen tragen. Das ist ja auch nicht schlecht. Amika kann dank einer neuen Innentasche zusätzliche alchemistische Zutaten tragen. Die Frage was. Ich glaube, ich mache die Armbrust erstmal. Obwohl, irgendwas, was ich cooler finde. Ich kann bruchfestes Werkzeug verwenden, um ihre Autos kostenlos aufzuwerten. Das ist ja auch cool. Ja, ist die Frage, was man braucht. Aber nicht genug Material, dauert noch ewig, ne? Das können wir aber machen hier. Ich bin Bolzen aber auch ganz gut. Was Bolzen? Bäm. So. Den Weg zurückfinden, ja. Da ist doch schon mal was. Und wir auf jeden Fall was machen können. Weiter so, du schaffst es. Natürlich. Das wird es alles wert sein, Hugo. Hoffentlich hast du recht. Das werde ich. Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius, gib uns irgendwas. Er ist es wert versprochen. Ich flehe dich an. Ja.
ein bisschen doof alles. Da ist so ein Ding dran, damit ich ziehen kann, aber ich. Wie komme ich denn erstmal drüber zu dem Feuer da? Okay, da müssen wir schon essen. Machen vielleicht. Hey, ich bin hier! Alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer! Ich schick dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt! Bleib zurück, Hugo! Ab geht die Wurst! Ich seh ihn! Okay, so geht's auch. Jetzt gibt's nochmal Action, ja. Oh ne. Feuer gleich, ne? Alles geklappt! Einwandfrei, danke! Ich gehe zurück zum Wagen! Ja, schnell! Fast geschafft! Okay, so. Vorbei. Und weiter. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst, und dann raus. Dann überlebt er. Durchkommen. Geschafft. Ich bin schon groß. Ja. Ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. Hoch da. Du bist hier. Ja. Hey, du bist hier. Oh nein, da drüben wäre eine Kiste gewesen. Seht ihr die? Alles gut. Also eine coole Kiste auch noch. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Mist. Nein, die holen uns nicht mehr. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Sind wir von da? Okay. Gut, ja, finden wir es heraus, aber auch erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.